Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Staffenbach im LS19 am Sonntagmorgen, einen wunderschönen. Ihr seht, das Feld Nummer 80 ist gegruppert. Ich habe den Helfer nachher, da steht noch ein bisschen was rum, schon noch weiterlaufen lassen. Ein bisschen weitergearbeitet habe ich, sagen wir so. Und währenddessen hat der Helfer hier das Feld gegruppert, den Tucano und den Steyr habe ich tatsächlich schon hochgefahren. Die arbeiten jetzt bei der Nummer 85. Ja, das ist schon einmal rum knapp. Und wir setzen jetzt gleich den Fendt an, damit er uns hier unser wunderschönes, neues, größer gemachtes Feld ansieht. So, da haben wir auch schon. Zack, Motor an. Handbremse raus. Also sei da hinten schon geschossen, ne? Alter Schwede. Das ist nicht klein. So, wir müssen gucken, wir haben den Kurs normalerweise gespeichert. Ich muss nur rausfinden, wo. Nee. Haben wir den gestern gespeichert? Haben wir anscheinend nicht. Ich kann nochmal auf Suchen gehen. Nee, haben wir nicht. Nee, haben wir nur 85 drin und da haben wir auch nicht. Gut, das heißt, wir müssen den kurz neu generieren. Ist ja eigentlich, glaube ich, kein Problem. So, ich kann die schon mal anschalten und runterlassen. Und wir sehen. Ah, es wird angesehen. Perfekt. Kursgenerierung, ja. Das hätten wir gerne. Vogelwende machen wir zweimal. Uhrzeiger sehen bei mir, das passt. Ja. Dann wünsche ich. Ah, warte mal, das kann man doch irgendwo einstellen. Erwartete Einstellungen. Deaktiviert. So. Ah. Kollege, Kollege, stopp, 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 stopp. Du sollst an dem ersten Weg gut ansehen, nicht irgendwie. Ja, warte. Stopp! Das ist jetzt mein Fehler. Ich habe ihm den Rückwärtsgang gegeben. So, jetzt muss er aber eigentlich. Ja, lenk gerade. Lenk gerade, lenk gerade, lenk gerade. Nein. Wo will er denn hin? Ja, ich hab. Hab ich das gar nicht umgestellt? Hab ich das gar nicht umgestellt? Oh, das war knapp von Tony. Ich dachte, ich habe das gerade umgestellt gehabt. So. Jetzt macht es aber. So. Mit speichern wir den Kurs aber auch. Denn und ups, unterstrich Feldnummer 81. 9 Meter Mais. Zack. Ist somit gespeichert und wir lassen den Kollegen mal arbeiten. Da wollen wir hin. Ich habe gerade kaputt gemacht. Alles gut. Und ja, genau, das hatte ich ja noch gar nicht gesagt, weil die Felder waren ja bei der letzten Folge noch nicht reif. Ich habe ein bisschen vorgespult. Ihr seht es ja rechts oben. Es ist jetzt 9:05. Oh Gott. Der Baum ist ein bisschen zu weit draußen. Gott. Wir haben Laub im Gesicht. Alter, das ist, ja. Kommt da was? Ne, jetzt geht's. Alter, Schock meines Lebens. Man guckt kurz nach hinten, da fährt gerade aus dem Vollen, da taucht plötzlich ein LKW auf. Alter. Nee, nee, nee. Ach nee, da kommt noch ein. Jetzt fahren wir aber auch gleich auf die Seite. So, was wollte ich sagen? Ja, genau, wir haben ein bisschen vorgespult. Es ist jetzt 9:35, also 9:30. Und die Felder sind reif geworden, auch das Feld 77 mit der Luzerne drauf. Das heißt, wir können die Mäharbeiten dann auch schon bald beginnen. Ja, das passt. Ja, jetzt sind die Wiesen alle schon reif, die anderen? Ich glaube schon. Ich glaube schon, ja. So, fahren wir mal hier hin. Ja, passt. Braucht der Teil waschen? Ja, ganz kurz.
ganz kurz drüber leuchten, dann passt das eigentlich. Ist nicht gut, wenn er durchdrehte Reifen hat, Kollege. Ich glaube, du hängst um. Oh, das Problem hat sich. Ja, doch nicht so gut. Okay, warte. Ja, das ist natürlich. Warte mal, kann ich die Werte? Wir versuchen es einfach nochmal. Oh, ich kann ein bisschen überziehen. Warte, noch ein Ticken. Jetzt, ja, da steht ein bisschen weit drin, ne? Ja, gut. Die anderen müssten eigentlich aber alle zu machen sein. Bis auf der da vorne in der Ecke, da könnte es ein bisschen kritisch noch werden, aber... Das dürfte gehen. Oh. Ja, vielleicht... Kollege, fahr einfach drüber, das wird schon eben gemacht. Was macht er? Ah, er fährt auch drüber. Aber... Es wird trotzdem mal gesehen. Warte mal, ich... Aber das ist doch keine Direktsaat. Oder? Täusche ich mich gerade. In der Semesche kann man Filter bestellen. Zur Benutzung dieses Geräts werden zusätzlich Radgewichte erzeugt und empfohlen. Radgewichte am Traktor? Das stand bis jetzt zwar noch nie dran, aber... Haben wir Radgewichte drin? Ich glaube schon, oder? Warte, ich sehe es nicht. Doch, wir haben Radgewichte drin normalerweise. Ja, wir haben Radgewichte drin. Aber wieso? Dass mehr Druck auf der hinteren Achse ist, oder? Dass er hinten mehr Grip hat. Das kann natürlich sein, ne? Aber das hat mich, verwundert mich jetzt gerade schon ein bisschen, dass das ging. Der grüne Streifen ist in der Karte immer noch gut. Ich glaube, der geht auch nicht weg. Aber da vorne wurde nicht angesehen, wieso? Ich schlage noch ein paar so Stoppeln durch. Egal, gut. Dann lassen wir uns nicht weiter aufhalten davon. So, hier wollten wir weitermachen und zwar kurz da, Hilfe, ich hänge. So, kurz da drüber leuchten. So. Das passt doch so. Zack. Aber. So. Jetzt hat's. Allrad, oh, wir haben Allrad nochmal angehabt. Kommen wir da jetzt rein? Ich weiß es nicht, ne? Ich will die ungern wegschubsen. Oh, das steht noch gut. Passt. Ich gucke dann gleich mal, wie es unseren Schweinchen den geht, aber der müsste eigentlich normalerweise noch super gehen. Oh. Geht das so weit hinter? Ja, anscheinend. So, zack. Stückchen vor. Und nee, und nicht passt, weil wir gucken gleich mal kurz den Kalkstreuer an, weil ich war der Meinung, dass wir irgendwelche Felder auch mal wieder kalken müssen demnächst. Also gucken wir das Teil gleich mal an. Zack. Oh, da geht er hinten gerade schon runter. So, passt. Was wollt. Genau, Schweinchen. Wieso? Die waren nochmal auf 100 oder so. Jungs? Wegen der Sauberkeit? Nö, oder? Fehlt ihnen irgendwas? Mais, Weizen. Wir haben ein bisschen Weizen da, ne? Oder was haben wir denn alles da? Ja, wir haben Weizen, 42.000 Liter. Und ein paar Kartoffeln. Gut, gucken wir mal ganz kurz und ich hole mal den Fan hier rauf. So, da ist er auch schon. So, ich guck mal ganz kurz, ob die einfach nur Sauberkeit brauchen. Der Frodler steht ja noch hier vorne. Wenn ich... Oh, nicht ganz so gut. Ja. Zack, passt es dran. Jetzt muss ich hier mal ganz kurz gucken, dass ich hier wieder rauskomme, ohne dass wir unser Dach halb abschaben. Ja, das ging. Ja, aber da ist ja nur so ein kleines bisschen, aber ich kann den trotzdem mal sauber machen. Wer weiß. Vielleicht sind es Schweine, die wohl sauber wollen, und sonst fressen sie nicht.
Ich glaube, wir haben alles mitgenommen. Oh, das ist Schweinefutter gleich geworden. Ah, ja, Mann. Wir haben nicht alles mitgenommen, weil wir die Schaufel zu tief hatten. Wahrscheinlich, oder? Ja. So. Jetzt hat er mal. Und dass wir hier gleich Schweinefutter haben. Okay, gut, dann haben wir das wieder rein hier. Passt. Ah, das ist jetzt hier und da hochgegangen. Ah, okay. Müssten wir eigentlich kurz warten, dann müsste es eigentlich wieder besser ausschauen mit der Sauberkeit und so weiter, wobei die jetzt eigentlich nicht stark war. Aber ich hole ihn einfach mal so ein oder warte mal, wir können ja eigentlich, es gibt doch auch diese Dinge in Big Bags zu kaufen. Genau da, Schweinefutter. Lass doch einfach mal ein paar Runden, das sind 1000 Liter für 1000 Euro. Lass doch einfach mal so 5 kaufen? Ja. Warte, das interessiert mich also jetzt gerade nochmal. Ich möchte mir kurz gucken, wie viel in den Schweinestall reingeht. Ich habe da ganz vergessen zu gucken. Da, das ist er. 150 ist es normalerweise, oder? Ja, genau. Da gehen 150 Stück rein. Das heißt, können eigentlich ein bisschen aufrüsten, noch wenn wir wieder Geld haben, liebe Leute, wenn wir wieder Geld haben. Aber ja, das könnten wir eigentlich machen. Dass wir uns da so ein paar Schweinefutter Big Bags holen. Oder warte mal, habe ich. Habe ich glaube ich nicht. Ne? Vom LSFM habe ich nicht. Nee, die habe ich mir nicht mit drauf. Gibt es von den Schweinefutter? Ich glaube schon, ne? Ich glaube schon. Wir werden jetzt erstmal kurz ein paar von. Komm, ich kaufe jetzt einfach von denen hier 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe jetzt 6 und haben wir genau 40.000 Euro. Passt, das sind 6.000 Liter. Ich glaube, da kommen sie ganz gut zurecht mit dem Schweinchen. So, dann fahren wir mal wieder hoch. Wenn wir die Schaufel vorne, sollten wir vielleicht schließen. So. Haben wir eine Palettengabel am Hof? Das weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht. Ne, wir haben glaube ich keine, ne? Ja, da können wir uns auch schon noch eine kaufen, das ist ja nicht das Problem. Wie haben wir das Geld momentan? Wir haben nur 40.000 auf dem Konto. Und so richtige Sachen haben wir jetzt momentan nichts zu kaufen oder was wir uns, Gott, unbedingt mieten müssen. Oder haben wir eine Palettengabe? Ich glaube nicht, ne? So, ich lasse die Schaufel jetzt auch mal hier stehen. Weil da stört sie nicht. So. Dann fahren wir mal zurück schnell rüber zum Händler. Ah, weißt du was? Ich hätte eigentlich den Anhänger mit drauf nehmen können, ne? Das wird zum Nachhinein noch eingefallen. Ja, den holen wir nochmal schnell. Weil ich glaube, das sind wir auf jeden Fall schneller, als bis wir die alle einzeln runtergefahren haben. Oder wir können eigentlich gleich den nehmen, der wo da steht. Aber der ist momentan noch in der Reparatur. Schilder 2.0 hockt auch mitten auf der Straße wieder mal. Moinsen. Ah, der geht auch weg, wenn man hupt. So, rein hier. Dann haben wir uns nochmal unseren Farmtech-Anhänger. So, passt. Da hat sich aber gerade nicht ganz so gesund angehört, aber gut. So, zack, da haben wir ein Tor war ja noch offen. Perfekt. Ich werde hier nicht rumkommen, ne? Das heißt, ich fange mal ein bisschen in den Stopp. In die Garage rein, damit ich hier drehen kann. So. Jetzt fahren wir nochmal kurz hoch. So. Also, auch für die Autos. Hier fahren die Autos gar nicht, die fahren alle da hinten hoch. Gut. Dann stört mir auf jeden Fall hier nichts. Und hier in der Straße ist auch gar kein Verkehr, muss man sagen. Also,
fahren alle irgendwie hintrum. Und ich habe hier freie Bahn. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass da vorne nicht plötzlich ein Auto und ein LKW hochkommt. Aber ich glaube, der ist schon oben, oder? Ja, das war das da vorne. So. Perfekt. Da stehen auch schon unsere Schweine voll Big Bags. Stellen wir den Anhänger am besten hin, würde ich sagen. So. Ja, so würde ich glaube ich sagen, steht da ganz gut. Dann holen wir uns mal schnell unsere Gabel. Nehmen wir mal, weil wir normalerweise, weil ich weiß, haben wir keine, ne? Ne, da haben wir keine. Ich werde auch einfach die hier nehmen. Fan Classic, jo, das passt. Kaufen, zack, zack. Nochmal 1000 Euro hat das ausgemacht. Gut. Zack. Passt, dann laden wir die gleich mal auf. Müsste ja normalerweise in den Anhänger reingehen. Na doch, für den Standard-LS dürfte er nicht reingehen. So, das ist also meine erste Arbeit mit Palettengabel und einem Frontlader, aber gut, das reicht eigentlich, wenn die so drauf ist. Weil die würde eh nur verladen. Oder entleert in den Anhänger rein. So, da kann ich mir eigentlich auch mal in Innenansicht ein bisschen üben hier. So. Und da runter. So. Dreht sich wieder so. Vorwärts können wir den geknüppelt hier. Da wäre natürlich diese Ansicht, ob die Gabel gerade steht oder nicht, auch hilfreich. Okay, ich sehe ihn überlässt gar nichts. Oh. Ich hätte eigentlich nur, wow. Hätte eigentlich nur vorfahren brauchen, läuft. Oh, der Tucano ist voll. Das ist eine erfreuliche Nachricht. Weil es heißt, knapp 7 oder 8000 Liter Sojabohnen. Oh, und gleich, hoppala. Und gleich dazu auch noch eine schlechte. Oder was heißt schlechte, aber der Fendt ist leer. Oh, der hat's auch schon gleich, ne? Na gut. War dann nicht mal. Ach, der hat. Ah, ich glaube, der hat schon einmal entleert. So, Kollege, ich bin da. Bin mal wieder zu weit weggefahren. Jo. Will. Ne, will er nicht. Gut. Das heißt, wir schieben das Ganze mal ein bisschen unschön zurück. Oh ne. Zwei Drehschirme rückwärts ist eigentlich fast unmöglich. Ob jetzt in echt ohne im LS. Da warten wir ganz. Doch, da müsst ihr eigentlich wieder hinfinden. Ja, den Kollegen hier. Die werde ich jetzt gleich mal. Bin jetzt wieder mal überlegen. Aber wir fahren schon zum Hof. Das heißt, wir klappen die aus. Zack. Ja, wir haben ja noch ein paar Big Bigs am Hof rumstehen, ist ja glaube ich nicht das Problem. So, passt. So, dann fahren wir nochmal runter und runter. Die muss auf jeden Fall an, weil wir sind ziemlich lange. Passt. Ich fahre jetzt aber Straße, weil. War doch noch nicht Straße, aber da kommt ein Auto. Aber ich muss sagen, er hat es eigentlich ziemlich weit geschafft, mit dem Saatgut, was drinnen war. So, ich wusste nach Hause nicht. Das war der Baum, da wo wir schon zweimal eine unschöne Bekanntschaft mit ihm gemacht haben. Und ich will nicht in den dritten. Auf jeden Fall nicht in der gleichen Folge. Eine reicht da schon. Ich
Der Tucano ist wahrscheinlich fertig. Ich weiß nicht, wieso er sagt, er muss da entladen werden. Er ist normalerweise einfach nur fertig. Das war ein bisschen zu spät eingelenkt. Mist. So, jetzt auch voll rum und Rinder. Blinken wir mal auch aus. So. Oh. Die Kandida ist nicht ganz optimal. Ich fahr jetzt einmal in die Mitte, weil dann kann er sich rausholen, von wer es das Saatgut nimmt. Aber ich hoffe, eine verschwindet. Nee, tut sie natürlich nicht. Ich fahre jetzt. Ich weiß nicht, ob es so klug war, hier hinten und unten zu fahren. Oh nein. Das gute Dreieck. Aber es steht bei mir wieder 1. Wir haben es zwar kurz überfahren, aber gut. Ja, ich fahre jetzt da unten gerade wieder raus. Weil, ja, wäre ich da rumgekommen, ich glaube schon, aber da kann ich auch gleich auf die Straße, aber vor dem LKW bitte. Danke. Gut. Ja, da geht es ein bisschen tief runter. Und diesmal dann mal vor mit 55. Könnte man eigentlich gleich ein bisschen aufschrauben auf 60, ne? Aber er hat glaube ich nur. Ja, gar kein Bumper hinten drauf. Das ist jetzt den 50 km/h Aufkleber drauf. Vielleicht hat er auch drauf, ich habe bloß nicht gesehen jetzt, auch die Schnelle. Und zwar wieder ein Bedonmischer. Warten wir ganz kurz. Ja, wir sind eh schon gleich da, brauchen wir nicht überholen. Moinsen. Oh Gott. Die Hupe, ja. So. Glaube ich, irgendwo da vorne oben hat er aufgehört, soweit ich weiß. Der Vögel aus dem Weg. Ja, genau, der genau hier oben vorne aufgehört. Aber jetzt müssen wir auf die andere Seite rüberfahren. So. Aber was ich sagen muss, was ich mir tatsächlich für den 21er noch an der Grafik oder an dem wünschen würde, wenn es ein 3D-Boden wäre, also noch ein dynamischer, die Bodenspuren nicht einfach nur drauf, ich sag jetzt mal drauf gezeichnet oder ein Bild von dem drauf, sondern wirklich, dass man die 3D-Struktur kennt, wie zum Beispiel auch bei den Reifen oder bei den Ketten. Die sind normalerweise, soweit ich weiß, 3D, oder? Ich glaub schon. Oh, warte mal, ich muss zuerst zusammenklappen. Jetzt dauer. So, dann wenn wir das noch mal kurz umstellen. Aktuell weg. Da will ich die. Nein, stopp. Soll ich. Nichts passend. Ah. Wieso ist das wieder umgestellt worden? Also ich meine, unten, das ist mal was sehen. Ah, warte. Der gut bekannte alte Fehler. Waschergang. So. Jetzt hat er aber. So, ich hoffe, du schaffst. Ja, doch, müsste ich schaffen. Der Tucano. Jetzt gucken wir kurz zum Tucano. Dann machen wir nochmal den. Oh, der vordere Anhänger ist voll. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal kurz die Schweinchen fertig machen, aber wir sind schon bei 24 Minuten, also sprich schon fast fertig. Das heißt. Wir gehen nochmal schnell zum Tucano vor, aber ich darf mich für euch dann fürs Zuschauen auch schon mal bedanken, denn wir sind für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen oben da lassen, wäre natürlich sehr nett, würde mich sehr freuen. Gerne auch ein kostenloses Abo, würde uns sehr weiterhelfen, natürlich mir und unserem wunderschönen DG-Team. Und, ja, ach warte, wow, genau, ja. Und dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Sonntag. Und wir sehen uns dann normalerweise noch zu 2 weiteren Folgen auf der Gemeinde Rade, weil es ist Sonntag, also Gemeinde Sonntag. Oder Rade Sonntag. Hört sich gleich ein bisschen besser an als Gemeinde Sonntag. Hört sich an wie irgendeine Ortschaft oder so. Und ja, die Restchen werde ich jetzt dann noch ein bisschen zusammenkratzen offline.
Und dann wünsche ich allen noch einen wunderschönen restlichen Sonntag und wir sehen uns dann noch zu bei zwei weiteren Folgen auf der Gemeinderade. Und bis dahin wünsche ich euch allen einen wunderschönen restlichen Tag und bis morgen. Macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Stopping us, fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be.